Die Jaco 6 plus 100, ja, sieht aus wie viele andere auch, ne? Macht ja Folgendes. Schöner Rhythmus. Der Takt ist super, aber jetzt ziehe ich mir erstmal den Stecker raus. Also einmal einschalten und dann macht ja nur Quatsch. Ne? Jetzt habe ich schon die neue Elektronik hier, aber neu ist sie nicht. Das erkennt man sofort, dass schon mal irgendwo eingebaut war. Ehrlich gesagt gefällt mir das nicht, wenn jemand bestellt, also Elektronik kauft und dann zurückschickt, war doch nicht die Elektronik. Ja, viele Erfahrungen gemacht in dem Sinne. Da sieht man, dass das nachgeklebt, die Security, der ganze Show nutzt ja natürlich nicht. So ein Aufkleber hier zum Schmieren. Aber es kann ja sein, dass sie die von Hersteller verpackt worden sind aus beschlagnahmte Behälter oder Verpackung war nicht gut oder keine Ahnung. Aber dass die Elektronik hier mit dem Netzteil, mit dem Controller und alles anderen auch. Ja, und wenn man hier schaut, ja, das zeigt wieder schon die Kamera hier, erkennt man sofort an den Kabelschuhen hier, dass das schon irgendwo ausgebaut worden ist. Das schmeckt mir überhaupt nicht. Aber was soll man machen? Muss man halt probieren. Wer weiß. Okay. Nicht alles ganz negativ sehen, aber damit man weiß, wie es aussieht oder was man bekommt für sein Geld manchmal. Und muss aber nicht schlimm sein. Okay. Wie das rausgeht, ist klar. Seitenteil abschrauben, rausnehmen, dann kann man gut an die Elektronik ran. Und da kann man nichts falsch machen. Die Stecker sind alle kodiert. Kabelbaum so verlegen wie der originale. Und dann einschalten. Schauen, ob wir hier Glück gehabt haben. Oder müssen wir die Elektronik reklamieren oder sowas. Einmal schon schauen, ob alles in Ordnung ist. Keramikventil sieht soweit gut aus. Kein Wasserverlust, kein Kalkablagerungen. Maschine sieht soweit optisch in Ordnung. Ja, sieht ja gut aus. Ja, und hier hat man das ganze Kabelzeug, die Elektronik. So kann man vielleicht ein bisschen, ja, so schön arbeiten. Es wäre gut, wenn man irgendwas auf den Tisch legt, damit die Maschine keine Kratzer abbekommt und man so flach legt und dann kann ich hier wunderbar alles von A nach B übertragen, wenn man nicht genau weiß. Oh, ich weiß nicht mehr, welche Kabel wohin. Da hat man so eine kleine Fotoapparat zum Beispiel. Da macht man so ein Foto von das Ganze. Oder mehrere hier, die drei. Das, dann dies, dann jenes. Na, und dann kann man die Kabel abklemmen und dann rüber switchen. Ne? Ansonsten ist die Klemmung hier, Einklemmung oben und nochmal unten und dann zieht man die Elektronik raus. Masseanschluss nicht vergessen, also Erdung und hier nochmal die zwei Stecker, der große, ja, die zwei großen Stecker und das war's dann. So, da bauen wir erstmal die Elektronik ein. So, und die Elektronik ist drinnen. Geht alles, damit ich schon das gut sehen kann. Ja, die alte. Muss mal schauen, warum. Ah, alles klar. Guck mal, haben wir schon was gesehen. Ich habe das erst jetzt gesehen. Hier hat also aber mächtig gefunkt. Platine zerstört. Ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gut, dann schauen wir uns das an. Ich hoffe,
Die Maschine macht mein Gerät nicht kaputt. Mein Gerät. Meine Elektronik. Okay, ich stecke rein. Lampe aus. Ja. Bis jetzt ist alles gut, aber kein Display anzeigen. Also hier ist noch das Display kaputt. Das sieht man minimal, weiß nicht, ob man jetzt so sehen kann. Der hat ja wirklich keine Anzeige. Jetzt ist etwas dunkel geworden. Ich muss mein Telefon. So, ich mache mal das Licht hier aus, dann kann man sehen, jetzt ist das Display richtig dunkel. Da ist noch was. So, dann schalte ich ein, die Geräusche sind normal. Das Ventil dreht eine Runde und so weiter. Na, da sieht man, jetzt leuchtet hier nur ganz leicht hell. Keine Anzeige. Keine Anzeige. Das war's. Also sieht so aus, dass hier dann Fehler durch ein irgendwas überspannungsmäßig. Ja, alle Tasten leuchten leicht. Ja, und das geht ja hier. Ja, also man kann ja sehen, von hier, das sind die Leitungen, die zum Display gehen, zur Display-Einheit. Also wie auch immer, was hier gefunkt hat, hat das Display auch zerstört. Ja, schöne Sache. Kann man natürlich schon die Elektronik hier nicht überprüfen. Auch wenn ich das gesehen hätte, hätte ich erst mal die Elektronik bestellen sollten. Müssten, damit ich das überprüfen kann. Ja, das Display kostet extra Geld. Mal schauen, wie viel. Und dann muss ausgetauscht werden. Ansonsten bleibt die Maschine kaputt. Normal. Okay.